mir wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen, bis jeder bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ist das nicht ein Widerspruch zu La Ikraha fi Din? Nein, das ist kein Widerspruch. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die Gelehrten sagen, hier wurde der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hat bestimmte Gruppe gemeint von den Al-A'rab, von den damaligen Leuten. Und das heißt, wenn die Leute die Muslime lassen, dass sie zu Islam aufrufen und dass man aufrufen kann, dann bitteschön. Aber, wenn sie die Muslime töten und umbringen, übrigens an diese Leute die schreiben jetzt Kommentare, der Prophet hat Leute getötet und der Islam ruft zu Gewalt und im Koran gibt es Gewalt. Sagt uns eine einzige Stelle im Koran oder in der Sunna, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder dass der Koran, dass Allah uns befohlen hat, dass wir gegen Leute kämpfen, außer wenn sie uns nicht angreifen oder uns Schlechtes tun und uns verhindern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَعْتَدُوا, übertreibt nicht. Wenn sie das machen, dann, das ist immer eine Reaktion und keine Aktion. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn sie Frieden haben wollen, dann sollst du dich beeilen zu Frieden. Deshalb Islam ist Religion des Friedens, wenn das Frieden benötigt. Aber wenn man uns schlachten will, was sollen wir sagen? Ja, komm bitte schön. Ja, und komischerweise sagt ein Christenvertreter, im Christentum ist das anders. Uff! Und Kreuzritter, heute, als George W. Bush Irak und Afghanistan angegriffen hat. Afghanistan 20 Jahre und zu Ende, was passiert? Als George Bush Afghanistan Junior, als er Afghanistan und Irak angegriffen hat, was war das? Er hat gesagt, wir haben einen Kreuzzug. Und deshalb, subhanallah, ich sage immer, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Deshalb, es gibt keinen Widerspruch zwischen La Ikraha fi Din. Und der Beweis, dass wir niemanden zwingen zum Islam, sind diese Millionen Europäer, Amerikaner, Asiaten, Afrikaner, die den Islam annehmen, ohne dass man sie bekämpft, ohne dass man Flugzeugträger schickt, ohne dass man Raketen schießt und drauf steht Kreuz und Gott ist mit uns im Namen des Christus und so weiter. Aufpassen. Wir sind nicht doof und wir sind nicht blind und wir haben Verständnis und wir haben Verstand, nicht wie die anderen. Und wir distanzieren uns von diesen Attentaten. Passt auf, das ist wichtig auch. Wir distanzieren uns von diesen Attentaten von Daesh und von den anderen, dass man uns unschuldige Menschen tötet oder Kinder oder Frauen und so. Die Sache ist klar bei uns. Wir machen das aus religiösen Gründen, nicht aus Angst. Und wer Angst hat, sagt nicht das, was ich gesagt habe in der Sendung von Hart aber fair am Ende.